Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht zu heftig dran stehe. Okay, der ist kaputt. Servus Leute, willkommen zurück bei World of Warships und die große Jagd. Ich habe heute die Gale im Petto und ich mache mich hier, dann habt ihr mehr Überblick. So, ich habe die Gale im Petto und es ist deswegen heute die Gale, weil ich die Whirlwind freischalten will und das sollte nach diesem Match soweit funktionieren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen rasieren, gell? Das ist die letzte Session mit der guten alten Avenger hat gut funktioniert. Da war ich sehr zufrieden mit. Die taugt mir auch wirklich. Ich mache hier mal noch die Schiffsreichweite an. Die Sekundärreichweite. Schiffsreichweite natürlich. So, komm. Schießt du schon mal. So schaut's doch aus. Gleich mal rein hier. Dann doch. Treffer der Zitadelle mit Secondary? Really? Okay, kann ich da wieder umdrehen. Natürlich. Dann machen wir den. Und es ist natürlich immer ein Ding, das man auf jeden Fall schauen sollte. Schnelle Verteilung. Die schnellere Verteilung. Dass man immer in eine Division kommt. Es bringt einfach einiges, wenn man nicht alleine hier rumfährt. Mach ich. Okay. Das ist er auf jeden Fall. Jetzt drüber. Hi. Oh nein, der Kall, das gibt's ja gar nicht hier. So, so schön ist es. Anzahl der Ladungen. Gehen wir auch mal gleich mal mehr. So, ich gehe auf Rappen, damit wir da soweit unsere Ruhe haben. Solange bis wir dann Full Heal sind. Sollen wir den auch noch nehmen? Ah, das überlasse ich mal ihn. Okay, er ist auch in der Division. Division. So, ich mal wieder ausgeglichen. Er will umdrehen. Drehen wir doch um. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mal so wirklich viel gefehlt für die Whirlwind. Mal schauen, je nachdem wie lange das Match geht, vielleicht können wir sie ja auch schon mal antesten. Wäre natürlich geil. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt davon haltet, dass wir hier die große Jagd spielen. Oder ob ihr eher mal das Normale sehen wollt. An jeden, den es da draußen interessiert und der auch über mein Tutorial reinkommt. Es ist ein zweites Tutorial immer noch in der Mache. Es dauert allerdings ein bisschen. Ich möchte, wie ich schon öfter mal gesagt habe, da jetzt nicht unbedingt irgendeinen Mist abgeben. Und dementsprechend. Ja, natürlich. Und dementsprechend lasse ich mir da etwas Zeit, weil das wenigstens qualitativ hochwertig sein soll. Okay, die Hector ist da hinten. So, ich denke jetzt auch, dass ich wieder normale Ladungsverteilung machen kann. Das sollte möglich sein. Die Secondary macht doch ziemlich Schaden von der Gale. Das ist, überrascht mich immer wieder, dass die so brutal reinhämmert. Also für einen Zerstörer, sage ich mal, es ist ja an sich ein Zerstörer, ist es wirklich vorzüglich, dass es so reinknallt. Das Einzige, was halt echt schlecht ist, ist die Range, also der Winkel, von der sie schießen kann.
Ja, wir könnten uns eigentlich auch die Aurora überlegen. Dann gebe ich eben die Breitseite hier. Schießen tue ich nicht mit meinen. Ja, dann gibt man ihm hier wenigstens. Na komm. Gib ihm. Erhöhte Ladung, so bremst die Anzahl der Ladungen, machen wir mal so. Hoppala. Gar nicht gesehen, dass er die noch abgeschossen hat. Aber macht jetzt auch nicht so viel, ich gehe dann halt auf Reppen und dann ist es normalerweise immer recht gut hochkeilt. Ich mache momentan so um die 400. Ja, in etwa. So. Das ist das Schöne, finde ich, an der Gale. Die kann halt, da ist da echt umgänglich. Dadurch, dass man seine Ladungen verteilen kann, hat man einfach so viele Möglichkeiten. So, und ich nehme es jetzt dann runter. Immer wieder aufs normale Niveau. Schön. So, wie fahren wir weiter? Es gibt da noch die zweite Aurora, richtig? Nee. Das ist die erste, das ist dann das rechts. Was war da jetzt zusammen? Ja, fahren wir mal in die Richtung. Was ist das da eigentlich? Okay, es ist einfach irgendwas Futuristisches. Weiß jetzt auch nicht genau, was es darstellen soll. Weil es soll ja hauptsächlich futuristisch sein. Mehr soll es ja nicht machen. Wo will er jetzt hin? Also ich fahre jetzt noch nicht Richtung... Weil jetzt eher nicht. So, ich gehe mal auf Speed. Schauen Sie mal, einfach statt 5,50 auf 5,80, 30 Knoten mehr. Ne, ich bleib mal bei ihm. Das ist, glaube ich, besser. Boah, sag mal, die driftet da weg, hey. Ah, damals Hungerauge. Das sollten wir uns holen. Okay, jetzt ist der im Weg. Na komm, schieß wohl den. Na, jetzt dreht er weg, oder? Was macht er? Check's gar nicht.
Gleich so viele. Was? Nein. Wir sind so in der 3er Division. Ah, okay. Das ist ja, glaube ich, über den anderen reinkommen. Das wäre auch noch gut zu wissen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn jetzt jemand dich einlädt und du schon in der 3er Division bist, wird der dann einfach dazugenommen oder nicht? Natürlich. Ja, den hat er. Den sollte er haben. Machen wir schnell ein bisschen Gas. Dass wir ihn dann auch wirklich haben. Ansonsten holt ihn sich nur jemand anderer. So, komm. So ist doch. So schön. Gut so, gut so, gut so. Also Schaden machen wir. Das müsste auch, denke ich mal, reichen für die Whirlwind. Achtung, die Aurora kommt. Immer wieder gern. Die Aurora, die gute. Ich weiß nicht, die Aurora selbst ist gar nicht so, so schwer und gar nicht so das Ding. Es sind eher die kleinen Flyfire, die da immer kommen. Und einen auf dicke Hose machen. So, Anzahl der Ladungen. Machen wir es doch mal so. Haben wir jetzt Hector, Hector und Hector. Es gibt nur Hector. Was? Okay, Achtung, in diesem Bereich. In welchem Bereich? Ach, da hinten, oder? Nee, das ist eine Ding. Nee, die ist immer wieder vergisst. Ich kann mir dieses Schiff nicht merken. Wie heißt sie denn? Die Große. Ich kann es mir ums Verrecken nicht merken. Okay, also er haut ab. Aber wir können ja nur bis zu 3000, also bis zu 5000 hoch, also nur 3000 dazu. Warum dann durchfahren? War langweilig. Da hinten ist doch die Aurora. Die gute. Da ist sie doch. Gehen wir mal aufs Nachladen. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht zu heftig dran stehe. Okay, der ist kaputt. Mal schnell. Rum mit deinem Arsch, komm. Ja, boah. Okay. Wir haben ein Lenk unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Shit. Yes, ich hab sie. Nein! Ich hatte sie. Alter Schwede. Okay. Puh. Übel. Sollte normalerweise jetzt aber ausreichend sein. Und ich müsste jetzt die Whirlwind haben. Schauen wir es uns doch mal an. Da ist dieses gute Stück.
Interessant. Zwei Torpedos. Vorne, zwei einzelne. Zwei hinten. Und eine fette Batterie an der Seite. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und zwar, wir haben hier vorne, was ist das? TP-Regeneration, Höchstgeschwindigkeit, Feuerrate, Hauptbewaffnung. Okay, das ist auch ein Verteilungsding. Basisanzahl Ladungen 25, Basislimit für Ladungs Umverteilung 15. Okay, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Hier, Standard-Torpedo bei Erfahrung. Mittlere Reife der Wahrscheinlichkeit eines Wassereinbruchs. Okay. Plasma-Torpedowerfer. Hohe Reichweite nach dem Treffen. Schiffbereich verursacht erhöhten Schaden. Okay, und das ist nur eine hohe Reichweite. Das ist das normal. Du, probieren wir es einfach mal. Komm. Spielen wir mal alles oder nichts. Wir haben nichts zu verlieren. Geht jetzt eine Viertelstunde. Ich schau mal, dass es. Oder ich hoffe, dass es bei der jetzt genauso schnell geht. Dann sind wir soweit gut in der Zeit. So. Ich lasse mich über. Lol, okay. Der hat aber keinen großen Winkel. Ja, schauen wir uns mal an. Schauen wir uns an. Bin mal gespannt, wie schnell die ist. Okay. Die ist fix unterwegs. Und ich kann nur so schießen. Verstehe. Boah. Die ist jetzt schon bei 85. Wow, macht die Schaden. Oh mein Gott. Okay. Darf ich den aussehen? Danke. Und die lädt auch ziemlich schnell nach. Wow. Machen wir doch mal. Machen wir Feuer, ich werde nach oben. Jetzt sind wir bei 5,6, okay. LOL! LOL! Was? Zum Teufel! Jetzt hör halt auf. Ach, der will nicht. Jetzt klaut er mir den. Ja. Schade. Aber gut, das ist mir sogar relativ wurscht. Soll er machen. Die Hector steckt in Schwierigkeiten. Dann versuche ich mal ein bisschen zu helfen. Schauen wir mal, ob wir helfen können. Ja, wo ist er denn? Ah, die sind abtaucht. Okay, verstehe. Ja, aber er ist nicht so gut. Ich weiß auch nicht, was die Hector jetzt an sich noch hat, um sich
sag ich mal, zu heilen. Wir hatten natürlich jetzt trotzdem meine Bits. Ich nenne sie Bits, weil sie einfach... Lol. Weil sie einfach ausschauen wie Bits. Passt. Kurzer Prozess. Mein Gott. Komm. Weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von ihm. Schauen wir mal, trifft da einer? Ne. So. Fahr mal zu ihr. Der Avenger. Wir müssen ziemlich schnell auf die zufahren, ja. 108 Knoten. 110 Knoten. Komm, die 115 schaffen wir. Ne, schade. 115? Jawohl, 115. Alter. Gib dir mal, wie schnell ich bin. Alter. Okay. Rückwärts holen wir uns den. Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht reinfährt. Okay. Ich finde, die Torpedoreichweite ist noch relativ okay. Mein knapp an die 10 Kilometer kann man nicht sagen. Also bis jetzt macht sie recht Spaß. Schauen wir so auf halbe Kraft. Schießen wir sie einfach mal raus. Okay, die laden krank schnell nach. Einer. Jawohl. Sehr schön. Da ist auch eine Whirlwind. Was tut denn das so? Okay. So. Ach, das ist der, weil er sich heilt. Deswegen. Schafft er es nur, den zu zerstören, oder wird es halt nichts mehr?
Ich glaube sogar, dass mein Momentum im Late Game ist. Glaube ich jetzt mal ganz schwer. Macht der mir eigentlich Schaden? Hä, wo? Oder? Machen Schaden, das ist unglaublich. Das Portal öffnet sich in 3 Minuten. Ich versuche mal rum. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich durch muss. Weg. Kommt der? Na, der dreht weg, okay. Mal schauen, wie fährt denn der hin? Wieder weg. Ah, einer ist weg. Einer ist weg, einer ist drin, einer ist vorbei, so rum. Sehr schön, 1505. Ich würde gern zu Aurora fahren, die kommt in 16 Sekunden. Somit sind wir eigentlich auf einem guten Weg hier. Wo ist sie? Ich möchte sie zerstören. Na klar. Holy shit! Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass sie genau neben mir einsteigt. Das war natürlich selten doof. Aber gut. Ich wollte sie testen. Wir sind genau bei 28 Minuten. Somit, naja. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in den nächsten Spielen. Lasst gerne auch einen Kommentar da, wie ihr das so seht. Mehr große Jagd oder mehr gewertete normale Gefechte. Ihr könnt es gerne entscheiden. Ich werde dann bei einfach mal alles... ein bisschen im Wechsel spielen und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Raid Subs. Ciao.